Wie lieben Stier, Jungfrau und Steinbock? Was ist so typisch für diese drei Erdelemente? Worauf darfst du achten in einer Beziehung? Und zu welchen anderen Elementen passen sie denn ideal? Darum geht es heute. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Katie. Ich bin Psychologin und Beziehungs- und Dating-Coach. Schön, dass du da bist. Wenn du dir die anderen Videos schon angeschaut hast, dann weißt du, es gibt insgesamt 12 Sternzeichen. Und das Sternzeichen ist das, was das Lenkrad fest in der Hand hat und den Fuß auf dem Gaspedal. Also das ist derjenige, der sozusagen durch dein Leben fährt. Entweder als Feuer, als Wasser, als Luft oder was wir uns heute anschauen werden, als Erde. Besonders wichtig für eine Beziehung ist eben auch das Mondzeichen, weil das Mondzeichen nach die Gefühlswelt widerspiegelt, also alles mit Emotionen zu tun hat. Und da kann auch eins dieser 12 Tierkreiszeichen eben dein Mondzeichen sein. Wie findest du das Mondzeichen heraus? Indem du weißt, wann du geboren wurdest, also das Datum, die Uhrzeit und den Ort. Falls du die Uhrzeit nicht hast, dann frag einfach deine Eltern oder schau auf deiner Geburtsurkunde nach. Was ist typisch für Stier, Jungfrau und Steinbock? Diese drei Erdelemente zeichnen sich schön darin aus, dass sie super pragmatisch veranlagt sind. Ja, sind die Praktiker hoch 10, die Routinen lieben, ja, die immer vorbereitet sind, die alles strukturieren, organisieren und planen wollen. Die lieben auch Zahlen, Daten, Fakten. Ja, man sagt, dass Erdelemente eben viel, viel mehr mit dem Kopf, also mit dem Verstand agieren, wie auch die Luftzeichen, während Wasser und Feuer eben sehr stark vom Herzen getriggert sind. Das bedeutet also, wenn du mit einem Erdelement in einer Beziehung bist, dann kannst du dich wirklich richtig schön zurücklehnen. Du kannst deinen Partner alles planen, strukturieren, organisieren lassen, weil er das liebt und weil er darin auch richtig, richtig gut ist. Gleichzeitig, wenn du das Sternzeichen hast, ja, dann weißt du, hey geil, das ist mein Part in der Beziehung. Ich bin darin echt richtig, richtig gut. Und Routinen heißt auch, okay, ihr liebt es wirklich, Routinen zu haben in eurer Beziehung. Also, dass ihr zum Beispiel immer den Sonntag als euren Date-Tag nehmt. Oder ihr geht immer sonntags wandern. Weil es gibt dann im Erdelement diese Struktur, was er liebt. Und auch diese Sicherheit, die ein Erdelement einfach, ja, liebt. Ja. Und so könnt ihr eben eine richtig schöne, erfüllte Beziehung haben, indem ihr ganz klare Routinen bei euch implementiert. Erdelemente sind auch super zuverlässig. Also da gilt wirklich ein Mann, ein Wort. Das heißt, eure Worte werden direkt in Taten umgesetzt. Und das ist wirklich, das sind die zuverlässigsten Sternzeichen, die es gibt. Das ist richtig, richtig schön, vor allem in der Beziehung, ja, weil du einfach weißt, hey, dein Mann, dein Partner, wenn er ein Erdelement ist, dann macht er das, was er sagt. Du kannst dich darauf wirklich blind verlassen. Man sagt auch, dass Erdelemente wirklich so treue Seelen sind, also treue Seelen, weil sie zuverlässig und auch richtig schön loyal sind. Also für eine Beziehung wirklich. Was ist noch typisch für die Erdzeichen? Naja, dass sie unglaubliches Verantwortungsbewusstsein haben, also ein riesengroßes Verantwortungsbewusstsein und ganz klar zielstrebig sind. Das bedeutet, dass Erdzeichen immer etwas zu tun haben, ja? Also die Arbeit spielt normalerweise eine riesengroße Rolle bei Erdzeichen, weil sie wirklich den Arbeit als Beruf, also den als Berufung und Ruf der Seele damit definieren und auch die ganze Zeit zum Arbeiten, Werkeln und Schaffen sind, damit sie auch sich selbst so beweisen können, dass sie eben gut genug sind. Ja? Also dieses Ich bin gut genug verbindet eben Erdelemente ganz, ganz stark mit der Arbeit, mit der Leistung. Von daher in einer Beziehung mit einem Erdelement kannst du dich darauf einstellen, dass der Beruf wirklich einen großen Raum, großen Platz einnimmt, dass der Beruf unglaublich wichtig ist und dass der Beruf auch schon eine Auswirkung hat, definitiv auf eure Beziehung. Heißt also, du solltest dich für den Beruf deines Partners definitiv interessieren, ihn dafür anerkennen. Gleichzeitig, wenn du Erdelement bist, ja, dann weißt du, hey, dass dir dein Beruf einfach wichtig ist und dass ihr darüber auch Gespräche führt. Und dass du eben auch die Komplimente oder vielleicht auch Empfehlungen von deinem Partner zu deinem Beruf haben willst.
Und typisches Erdelement ist auch so, wenn sich ein Erdelement das in den Kopf gesetzt hat, ja, dann macht es normalerweise zuerst den Platz, strukturiert es durch und dann erreicht es auch dieses Ziel. Also diese Zielstrebigkeit ist sehr praktisch, bodenständig, ja, verwurzelt, so was wir auch die ganzen Bilder, was wir mit der Erde verbinden, ist da eben sehr, sehr stark angelegt, dass Ziele auf eine konsequente, strukturierte und geplante Art und Weise definitiv erreicht werden. Erdelemente wollen, dass sich alle wohlfühlen. Also ein Erdelement, egal ob es Stier, Jungfrau oder Steinbock ist, die machen in der Regel wirklich alles für die Familie, für die Freunde, für die Arbeitskollegen, dass sich eben jeder, der ihnen wichtig ist, wirklich wohlfühlt in dem, was sie tun. Also auch ein gemütliches Zuhause, ja, dieses Geld auch nach Hause zu bringen. Was man Erdelementen ja auch immer nachsagt, ist, dass die materialistisch sind. Das ist aber auf eine positive Art und Weise gemeint, weil Erdelemente stehen für Stabilität, sie stehen auch für Sicherheit, Geborgenheit und natürlich auch für Qualität. Also sie lieben gute Qualität. Das heißt, ein Erdelement stellt sich auch immer die Frage, hey, wie kann ich mehr Geld verdienen? Wie kann ich das Geld nach Hause bringen? Wie investiere ich mein Geld sinnvoll? Also wenn du ein Erdelement als Partner hast, dann weißt du, hey, das ist jemand, der definitiv verantwortungsbewusst mit den Finanzen umgeht, der hart auch arbeiten kann, definitiv, um eben euer Gehalt, euer Umsatz, wenn ihr Unternehmer seid, ja, um das zu steigern. Es ist sehr, sehr zuverlässig. Und Erdelemente, das ist einfach auch, also die geben gerne auch Geld aus, ne? So ist es nicht. Nur sie überlegen sich eben im Vorfeld ganz genau, wofür sie Geld ausgeben. Und wenn, dann darf es eben wirklich eine gute Qualität sein. Also gerade Sachen für zu Hause oder Erdelemente lieben ja auch die Natur. Das heißt, ein Erdelement gibt dann natürlich auch gerne Geld für Essen aus. Ja, wenn es so ein richtig schönes, gutes Essen ist, für ein richtig gutes Steak oder einen richtig guten Käse, ja, da wird eben schön viel Geld ausgegeben. Oder vielleicht auch für das Sofa zu Hause, ja, dass es gemütlich ist. Also für alles, was ihnen wirklich wichtig ist, um auch, dass man sich wohlfühlen kann und auch das Leben genießen kann, da wird gerne Geld ausgegeben. Aber ja, ein Erdelement ist jetzt nicht so wie ein Feuerelement. Ja, ein Feuerelement lebt eher so nach dem Grundsatz, naja, was kostet die Welt? Ne? So, ich lebe hier und jetzt und was morgen ist, ist mir eigentlich egal. So ist ein Erdelement nicht. Ein Erdelement ist wirklich bodenständig. Das heißt, ein Stier, eine Jungfrau oder auch ein Steinbock, die überlegen sich immer die Konsequenzen und die Folgen, was es eben haben könnte und was es auch positiv wie negativ, was es für Folgen haben kann, wenn man jetzt den Betrag X investiert und ausgibt. Also du hast hier definitiv mit einem Erdelement eine treue Seele an deiner Seite, die wirklich gut strukturieren, organisieren kann und auch eben sehr, sehr gut mit dem Finanzmanagement zurechtkommt. Und was noch typisch ist für Erdelemente, habe ich gerade schon angesprochen, ist eben ihre Verbundenheit und ihre Liebe zur Natur. Also es können Pflanzen, Blumen sein, genauso wie aber auch Homöopathie, also je nachdem, wir gehen da gleich nochmal darauf ein, welches Sternzeichen eben genau da ist, aber dieses Verbundenheit zur Natur, auch Holzmöbel zu haben, Echtholz zu verwenden, das ist definitiv da, dass ein Erdelement wirklich die Natur, die Erde genießen kann und es gerne eben auch in die Wohnung, ins Zuhause reinholt, damit es schön gemütlich ist. Und so sehr wie sie die Natur lieben, so lieben sie auch Tiere, Kinder, Familie, also wirklich diesen kompletten Kreis. Einfach so ein typischer Familienmensch ist definitiv ein Erdelement. Welches der Elemente Feuer, Wasser und Luft passt denn ideal zum Erdelement? Trommelwirbel! Es ist das Wasserelement. Das bedeutet, Krebs, Skorpion und Fische sind super geeignet, mit einem Erdelement gemeinsam so ein Leben zu verbringen, eine Liebesbeziehung aufzubauen. Und da ist einfach wichtig, hey, zu wissen, okay, es ist ideal, wenn der Partner das im Sternzeichen hat oder auch im Mondzeichen. Oder eben, wenn wir die 12 Häuser uns angucken, ja, dass da eben viel Wasserenergie mit drin ist, wenn du ein Erdelement bist. Warum? Naja, wir hatten schon dieses Thema, so, naja, Erdelement ist super strukturiert, ist sehr, sehr gerne im Kopf, ja, denkt sehr viel, auch in der Beziehung, ja, das sind immer diese Denker. Und ein Wasserelement, das macht eine Erde so ein bisschen weicher. Ein Wasserelement, das fühlt mit dem Herzen und das
du kannst es ja auch in der Natur vorstellen, ne? Wenn die Erde hart geworden ist, weil es eben super heiß war, dann kommt das Wasser und macht die Erde wieder leicht und macht die Erde so, dass eben schöne Pflanzen darin wachsen können. Und genauso kannst du dir das vorstellen mit dem Herz, ja, so ein Erdelement, das blüht sozusagen auch, wenn es eben mit dem Wasserelement in der Beziehung ist und wir, wie gesagt, uns primär die Elemente anschauen. Was noch zu beiden richtig gut passt, also zum Erd- und zum Wasserelement, ist auch dieser Genuss. Also Wasserelemente, genauso wie Erdelemente, sind eben die Genießer schlechthin. Ne? Ein Erdelement, haben wir gerade gesagt, genießt eben die Qualität, das Gute, also dieses schon hochwertige Sachen. Und ein Wasserelement genießt eben sehr, sehr gerne den Moment und so die Atmosphäre, die geschaffen wird. Und deswegen hast du hier auch einfach richtig schöne Synergien, die einfach richtig, richtig schön für eine glückliche Beziehung zusammenpassen. Worauf solltest du in einer Beziehung mit Stier, Jungfrau und Steinbock achten? Also dadurch, dass Erdelemente ganz stark im Kopf sind und sich auch immer die Frage stellen, hey, was kann ich für andere tun, damit sie sich wohler fühlen, damit es uns besser geht und so weiter, haben eben Erdelemente die Herausforderung, dass sie sehr, sehr stark im Außen sind. Also im Kopf lastig sind und im Außen, also an andere denken. Das bedeutet, dass manchmal der Zugang zu sich selbst Erdelementen echt schwer fällt. Dass sie also lieber im Außen, im Arbeiten, im Schaffen sind, ja, im etwas zu tun sind, statt mit sich selbst zu connecten und sich selbst mal zu fühlen. Deswegen für ein Erdelement wirklich wichtig, dass ihr jemanden an eurer Seite habt, der gerade diese Gefühlswelt, das mit Wasserzeichen oder mit Feuerzeichen da jemanden habt, um eben das euch zu lernen, wie ihr mehr ins Herz kommt. Das heißt, auch in der Beziehung immer wieder daran denken oder immer wieder dem Erdelement daran sagen, dieses ihn weich zu machen, ja? Dass er oder dass ein Erdelement lernt, auch wenn du eins bist, immer mehr ins Herz zu kommen, so dass wir eine Balance haben zwischen Kopf und Herz. Gleichzeitig dürft ihr in der Beziehung auch darauf achten, dass Erdelemente nicht zu wirklichen Workaholics, ja, ausarten, weil Erdelemente sind einfach die Menschen, die ihre Arbeit so sehr lieben und einfach wirklich alles, alles tun für die Arbeit. Für die Beziehung heißt es wirklich Achtung, 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 weil das sind typische Workaholics, die dann einfach in ihrer Arbeit, in ihrem Beruf so aufgehen und einfach die Beziehung komplett vergessen. Sie meinen das nicht böse. Deswegen habt da ein Auge drauf, dass ihr eine schöne Balance habt, dass ihr wirklich, wenn Erdelemente Routine lieben, euch wirklich Zeitfenster macht, wo ihr euch trefft, dass ihr eben diese Balance habt, dass ihr auch Zeit habt für eure Beziehung. Weil sonst besteht langfristig eure Beziehung mehr aus Beruf, also 90, 95% aus Beruf und eben weniger aus Beziehung. Und eine glückliche Beziehung, so wie mit allen anderen Themen auch hier, das, was uns wichtig ist und was uns glücklich macht, da investieren wir Zeit. Deswegen da achte darauf in der Beziehung, dass ihr genügend Zeit für euch gemeinsam habt. Date-Time, also Zweisamkeit für dich und mit deinem Partner, wie auch natürlich Zeit, wenn ihr schon Kinder habt, für die Familie. Gleichzeitig darf man bei dem Erdelement sich immer daran erinnern, dass Erdelemente einen super hohen Anspruch an sich selbst haben. Ja? Und diesen Anspruch, den sie an sich selbst haben, eben perfekte Arbeit zu leisten, also überdurchschnittlich viel am Tag zu machen, diesen Anspruch übertragen sie teilweise auch auf andere Menschen. Erinnere ihnen einfach daran, dass, hey, erstens nicht jeder perfekt ist. Zweitens, dass man auch mal die 5 gerade sein lassen kann. Ja? Dass es auch mal wichtig ist, abzuschalten, mal einfach alles stehen und liegen zu lassen, mal den Haushalt nicht zu machen oder die letzte E-Mail zu beantworten, sondern Zeit wieder für die Beziehung zu nehmen. Und da auch das nicht mit, also das nicht ernst, nicht, wie soll ich denn ernst, also nicht so ernsthaft zu nehmen, wenn ein Erdelement sagt, ah, das hast du aber falsch gemacht und bla bla bla, ja, weil sie auch manchmal dazu tendieren, sich zu beschweren. Also ein Erdelement will alles selbst machen, um eben seinen hohen Anspruch zu meistern, ja, weil quasi kein anderer seinem hohen Anspruch gerecht wird. Deswegen macht ein Erdelement es halt lieber schnell mal kurz selber. Und das ist dann, auf der einen Seite lieben sie das und auf der anderen Seite kommt dann irgendwann mal auch diese Frust hervor, wo sie sagen, Mensch, es kann doch nicht sein, dass ich immer alles alleine machen muss.
Und es ist so diese Tendenz, wo du einfach dem Erdelement helfen kannst, indem ihr klare Verantwortlichkeiten regelt, indem du sagst, hey, ich bin auch zuverlässig, ich mache XYZ. Oder wenn du ein Erdelement bist, dass du dann zu deinem Partner sagst, hey, guck mal, können wir es nicht so machen, du machst das, ich mache das. Und dann lernen Erdelemente auch gleichzeitig so ein bisschen, auch in einer Beziehung, die Verantwortung auf eine gesunde Art und Weise abzugeben und anderen Menschen zu vertrauen. Was ist typisch für Stier, Jungfrau und Steinbock? Wie schon bei den anderen Elementen haben wir hier auch so eine Entwicklungsstufe. Das heißt, der Stier repräsentiert so das kindliche, ich-bezogene. Die Jungfrau ist so der Teenager, wo es schon um die Zweisamkeit mehr geht, also du und ich. Und der Steinbock ist eben der Erwachsene bei diesen Erdzeichen. Und da geht es schon viel mehr um die anderen, um das Wohl der anderen. Was ist typisch für den Stier? Also der Stier ist jemand, der das Leben absolut genießt. Und wenn wir auch an das Tier Stier denken, dann werden wir feststellen, dass es kein Leopard ist. Also ein Stier ist wirklich jemand, der gemütlich ist, ne? Slow und steady sein Leben angeht und auch die Beziehung. Das sind auch totale, ja, Genussmenschen, die wirklich gerne eine Schokolade mal essen oder mal einen Kuchen und bla bla bla. Ja? Also so ein Stier, das ist schon jemand, der ist unglaublich loyal, super zuverlässig. Wirklich, das sind absolut coole Sternzeichen, ein absolut richtig schönes Element. Und gleichzeitig sind Stiere auch das sturste Tierkreiszeichen von den 12. Also das heißt, es muss dir einfach bewusst sein, ja, wenn ein Stier seine Meinung gesetzt hat, dann bleibt er bei dieser Meinung, no matter what, ja, egal was kommt, er oder sie bleibt bei dieser Meinung. Und auch das einfach in einer Beziehung mit Humor nehmen. Die Jungfrau ist im Vergleich zum Stier schon viel offener, ja. Also sie ist offener für Veränderungen, sie ist schon auf eine Art und Weise neugierig und sie ist super detailverliebt. Das heißt, wenn du mit in einer Jungfrau in einer Beziehung bist, dann übernimmt sie einfach alle Details und sie liebt es auch, Dinge zu verbessern. Bis ins Sankt-Nimmerleins-Tag sozusagen, ja. Also die Jungfrau zeichnet sich aus durch einen hohen Hang zum Perfektionismus. Bedeutet also, egal was ihr in eurer Beziehung macht, man kann es immer besser machen. Und die Jungfrau ist immer bestrebt, dass ihr noch glücklicher, also noch, ihr euch noch glücklicher fühlt, dass es euch noch besser geht, dass ihr noch mehr Spaß habt, dass das Essen noch besser schmeckt und so weiter. Ja, und dieser Hang zum Perfektionismus zeigt sich eben auch ganz, ganz oft beim Thema Sauberkeit. Das heißt, wenn du mit einer Jungfrau in einer Beziehung bist, dann überlass ihr den Haushalt, wenn ihr selbst putzt, ja, dass sie dann die Bereiche putzt, die ihr wichtig sind, weil du kannst ihr da nicht recht machen und das ist so, ihr habt dann immer wieder Diskussionen und es ist einfacher, wenn es gerade beispielsweise jetzt einen Bereich gibt, beispielsweise das Bad, ja, weil Jungfrauen lieben ja auch alles, was mit Wellness, Hygiene, Wohlfühlen zu tun hat. Und sie dann beispielsweise einen sehr, sehr hohen Hygienestandard hat im Bad, dann überlasst ihr einfach das Putzen des Bades, weil dann habt ihr schon eine Quelle weniger, worüber ihr diskutieren oder streiten könnt. Gleichzeitig darfst du eine Jungfrau, eine Jungfrau ist einfach cool, weil sie macht wirklich alles. Sie macht alles für dich. Ey, auch wenn du das bist, du wirst es auch feststellen, hey, du bist immer am Werkeln, immer am Schaffen und es fällt dir wahrscheinlich schwer, so mal zur Ruhe zu kommen. Das bedeutet, für Jungfrauen ist es wichtig, einen Partner oder Partnerin zu haben, dass du einfach lernst, dass, naja, Perfektion eben nicht das Nonplusultra ist, dass du schon so perfekt bist, wie du bist. Und dass man vielleicht auch gerade so Haushaltsthemen oder mal eine E-Mail schreiben auch einfach mal sein lassen kann und es morgen macht. Also jemanden an deiner Seite zu haben, der einfach der Jungfrau sagt, so hey, weißt du, du bist gut so, wie du bist. Fehler zu machen ist das Coolste auf der Welt, weil Fehler schweißen auch in der Beziehung zusammen. Ja, ich sage immer, das sind die goldenen Momente, wenn mal was nicht so läuft, wie man das geplant hat. Ja, sind die Erdelemente ja oft kurz, ja, so, wow, Schockstarre, ganz, ganz kurz und dann kommt natürlich sofort Plan B. Aber es ist nicht schlimm, ja, so zu verstehen und zu begreifen für die Jungfrau. Es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Fehler sind sogar gut in der Beziehung, weil man sich dadurch näher rückt. Und gemeinsam eben wieder diesen, ja, einen goldenen Moment, dieses Geschenk in der Situation drin sehen kann. Und ihr einfach zu sagen, dass sie gut so ist, wie sie ist.
Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um eine glückliche und erfüllte Beziehung mit einer Jungfrau zu haben. Kommen wir zum Steinbock. Der Steinbock ist ja schon der Erwachsene unter den Erdelementen. Das bedeutet, dass ihm eben das Wohl der anderen unglaublich am Herzen liegt. Beschreibt dem Steinbock auch die Vaterrolle zu, also dass er sich wirklich eben um seine Familie vor allem Dinge kümmert. Im Tarot sagt man auch so, ja, so der Steinbock ist wirklich der perfekte Ehemann, wenn wir da das klassische Beziehungsbild zugrunde legen. Also heißt, der Mann bringt, wenn dein Partner jetzt Steinbock ist, ja, dann wäre das klassische Beziehungsbild, der Mann bringt das Geld zu Hause, der Mann kümmert sich ums Haus, er kümmert sich ums Auto und so weiter. Und ein Steinbock hat eben diese Energie, dass er alles tut für seine Familie. Dabei vergisst er ganz oft sich selbst. Das heißt, Steinböcke leben wirklich in ihrem Beruf, in ihrer Arbeit auf. Das bedeutet, dass in einer glücklichen Beziehung mit einem Steinbock die Beruf und Arbeit einen wirklich großen Platz einnimmt. Du solltest also definitiv deinen Partner, wenn er Steinbock ist, ihn anerkennen für Beruf. Du solltest ihn neugierig sein und Fragen stellen für seinen Beruf. Vielleicht arbeiten wir auch zusammen, vielleicht unterstützt du ihn ja auch auf eine coole Art und Weise in seinem Beruf oder in seiner Arbeit. Aber diese Steinböcke, das sind wirklich, ja, die lieben Ausdauer, die lieben Disziplin. Denk an das Tiersteinbock, ja, das rennt ja wirklich diese Steinwand hoch, egal was für ein Wetter, egal wie sonst die Rahmenbedingungen sind. Ein Steinbock erreicht immer, immer, immer sein Ziel. Und das ist wirklich durch Ausdauer und durch Ehrgeiz. Es bedeutet also oft, dass in einer Beziehung, wenn du jetzt zum Beispiel einen Steinbock datest, ja, dass sich ein Steinbock im Vorfeld sehr, sehr klare Gedanken gemacht hat, ob ihr zusammenpasst in der Beziehung, ob er das Risiko eingehen kann. Und ein Steinbock ist in der normalerweise auch immer an einer langfristigen Beziehung interessiert. Ja? Also da geht es wirklich ums Familie, ums Zuhause, um dieses wirklich ganz, ganz klassische Bild, was wir von einer glücklichen Beziehung, von einer glücklichen Familie haben. Und gerade bei einem Steinbock, also diese Tendenz, was die Jungfrau ja schon hatte, ja, dass sie viel macht, und diesen Hang zum Perfektionismus hat, ist beim Steinbock in dem Sinne ausgeprägt, dass ein Steinbock einfach sein Selbst oft über die Arbeit definiert. Also deswegen ist ein Steinbock hat wirklich die größten Schwierigkeiten, zu sich selbst zu finden, selbst zur Ruhe zu kommen, und sich dadurch auch seine Gefühlswelt, also seiner Emotionen bewusst zu werden. Das ist wirklich ein riesengroßes Thema für Steinböcke. Das heißt, hier auch, wenn du selbst Steinbock bist, einfach dir das klar zu machen, hey, Ruhe zu finden und selbst zu deinem Herz zu finden oder eben auch deinen Partner darin zu bestärken, dass Emotionen richtig gut sind, dass Gefühle richtig, richtig schön sind und auch Gefühle eben auf allen Sinnesebenen zu fühlen, dass gerade bei einem Steinbock immer mehr man das Herz öffnet. Und man sagt auch, dass Steinböcke wirklich jünger werden, also jünger im Sinne von lockerer werden, je älter sie sind. Also dass sie wirklich als Steinbock geboren werden, der hier total zielstrebig seine Arbeit hat, Beruf und auch sehr, sehr stark das Materielle denkt, ja, in Geldthemen. Das ist unglaublich, also Geld und Reichtum ist auch von Steinbock in der Regel auch unglaublich wichtig, dieses materielle Besitz. Ja. Und je älter aber ein Steinbock wird, desto mehr wird ihm Familie wichtig, die Beziehung, Gefühle zuzulassen, vielleicht ja auch Wellness. Also solche Tendenzen sehen wir ganz, ganz typischerweise bei Steinböcken. Und für eine glückliche Beziehung einfach von vornherein zu wissen, alles klar, beim Steinbock geht es darum, noch mehr das Herz zu öffnen und sich definitiv für den Beruf zu interessieren. Ganz, ganz wichtig. Welche Erfahrungen hast du bisher mit Erdzeichen, mit Stier, Jungfrau und Steinbock gemacht? Ich bin gespannt, schreib's in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Bye!